Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, warum ich auch nach 3 Jahren Fortnite-Spielzeit immer noch keine Earnings habe. Wird wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen anderen Leuten so gehen. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich werde euch natürlich auch Tipps und Tricks dazu geben, wie ihr demnächst in möglichst kurzer Zeit Earnings holen könntet. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen, denn es kommen natürlich weiterhin auch viele Tipps und Tricks-Videos. Wenn ihr dazu natürlich auch Videovorschläge habt, Videowünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare und bewertet und halt natürlich auch gerne das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was so die Hauptgründe sind, warum ich eigentlich nie Earnings geholt habe, beziehungsweise warum ich mich überhaupt erstmal nicht verbessert habe. Ich spiele das Spiel nun mal schon seit einer wirklich langen Zeit, sind nicht ganz 3 Jahre, aber fast 3 Jahre wirklich, seitdem ich das Spiel spiele. Damals habe ich allerdings das Game überhaupt nicht serious gespielt, nur mit Freunden, ein bisschen für Fun gespielt, wahrscheinlich wie für auch viele andere, weil ich im Prinzip competitive gar nicht in Betracht gezogen habe. Und ich war immer damals wirklich ultra schlecht. Ich war noch schlechter als Trimax. No front! Ich habe mich dann eben halt trotzdem immer konstant ein bisschen eben halt verbessert, aber war immer nur so eine Casual-Verbesserung. Ich habe mir eben halt nicht wirklich so die Ambition dazu gehabt, mich wirklich im Competitive-Bereich zu verbessern. Und dann auch, als die ersten Tournaments rauskamen, habe ich die immer noch nicht serious gespielt. Ganz gut kann man sich ja seine Entwicklung immer auf Fortnite-Tracker anschauen. Dort seht ihr zum Beispiel, dass ich nur eine KD von 0,92 habe. Wenn man das mal mit den, jetzt nur mit der Chapter 2 Season 4 Vergleich, wo ich schon 1,62 habe. Auch Season 2 war, glaube ich, 1,43. Da seht ihr auf jeden Fall, dass alles höher ist. Allerdings damals eben mal die alten Seasons, dort hatte ich deutlich weniger als selbst Season 9 hatte ich noch eine sehr, sehr hohe KD. Allerdings hatte ich eben mal, glaube ich, locker schon 5000 Matches oder so gefühlt bis Season 7, Season 6 irgendwo, wo ich wirklich eine KD von 0,25 hatte, 0,48 dann irgendwann hatte. Und das war wirklich extrem shit. Und ich hatte eben halt damals dann auch wirklich nicht so viel gespielt, vielleicht mal eine Stunde pro Tag gezockt, aber eben halt wirklich, wie gesagt, nur mit Freunden, ein bisschen Solo-Duo-Squad gespielt und eigentlich dann auch nicht mehr gemacht. Und wenn man das Ganze eben halt so spielt, ohne sich irgendwie über die Meta bewusst zu sein, ohne irgendwie Fortnite-Videos zu schauen, wo man dann eben halt sieht, wie Pro-Player das Ganze spielen, dann kann man sich auch einfach nicht verbessern. Das Ganze mit dem wirklichen Competitive Serious Name hat dann erstmal so in Season 7 begonnen, wo ich langsam dann mal das eine oder andere Fortnite-Tipps und Tricks-Video gesehen hatte, wo ich dann eben halt auch so langsam mal etwas gelernt hatte, wie man Fortnite wirklich vernünftig spielt, wie man beispielsweise auch Warm-Up richtig macht. Dann war ich eine lange Zeit wirklich nur im Creative, um eben halt meine Mechanics ein bisschen zu cranken. Irgendwann in Season 9 hatte ich dann auch erst mit Aim-Training begonnen. Das heißt, mir fehlten im Prinzip überhaupt erst die ganzen Mechanics und ich hatte davor das Ganze wirklich nur für Fun gespielt. Und mit den Mechanics allein kann man natürlich immer noch nichts machen, weil einem natürlich noch das ganze Game-Sense fehlt. Und dafür braucht man natürlich viel Arena-Practice. Und es war bei mir eben halt so, dass ich eben halt dann auch eigentlich wirklich nie Arena so viel gespielt hatte. Erst so ab Season 2 jetzt, also Chapter 2 Season 2, hatte ich begonnen, Arena wirklich viel zu spielen und dann auch wirklich regelmäßig auch bei unterschiedlichsten Fortnite-Tipps und Tricks-Videos vorbeizuschauen, Pro-Player zu schauen, was deren Moves sind, wie die Fights gewinnen und so. Und das hatte ich vorher eben halt alles nicht gemacht. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr euch auch ganz einfach nicht verbessern. Nächster Punkt war natürlich, dass ich dann auch kaum Events gespielt hatte, also ich hatte kaum Turniere gespielt. Deshalb habe ich, by the way, auch erst 50 PR-Points, was tatsächlich ziemlich schlecht ist. Dann war es eben halt dann wirklich so, dass ich jetzt eigentlich erst so mittlerweile wirklich auch versuche, Trios jede Season zu finden, beziehungsweise Squads oder was auch immer gerade das Format ist, versuche ich wirklich erst jetzt dann auch gute Mates zu finden. Vorher hatte ich dann immer noch so mich nicht wirklich darum gekümmert, immer schlechte Trios gehabt, gar keine Trios gehabt und da kann man natürlich dann auch nicht wirklich trainieren, weil man natürlich die ganzen Tournaments nicht spielen kann. Und das hat mir eine lange Zeit gefehlt. Allerdings dadurch, dass ich jetzt immer wirklich versuche, ein vernünftiges Warm-Up zu haben, Sonoras, Arena zu spielen, alle Tournaments mitzunehmen, meine Games zu analysieren, bei anderen YouTubern vorbeizuschauen, was man besser machen kann. Erst dadurch habe ich mich wirklich verbessert und das ist auch der Grund, warum ich mich in letzter Zeit wirklich extrem schnell verbessere. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich insgesamt von der Fortnite-Spielzeit noch gar nicht so viel habe. Ich habe nämlich eigentlich erst 31 Tage und das ist wirklich eine Zahl, die in letzter Zeit deutlich höher geht. Also ich zocke in letzter Zeit wirklich extrem viel und das wird übrigens auch nur getrackt, während ihr in der Runde seid. Das heißt, hier könnt ihr immer sehr, sehr gut vorbeischauen, wie viel Spielzeit ihr wirklich habt. Es gibt natürlich Leute, die hier schon so viele Tage Spielzeit haben und natürlich besser sind. Wie gesagt, bei mir hatte ich eben halt am Anfang schon einen Großteil der Spielzeit gehabt, dadurch, dass ich einfach mit Freunden gespielt hatte. Danach hatte ich im Prinzip ohne Freunde gespielt, allerdings dafür immer nicht mehr zu viel. Und jetzt spiele ich eben halt viel und eben halt auch
auch Series und dadurch verbessert man sich eben halt wirklich. Deshalb ist es auch eigentlich immer ganz praktisch, wenn man sich hinterfragt, wie viel man wirklich Fortnite gespielt hat und wie serious man das Ganze genommen hat, denn sonst denkt man sich, man spielt das Game schon seit Ewigkeiten und sieht im Prinzip kein Improvement. Allerdings, wie bei mir zum Beispiel, wo ich das ganze Game nicht serious gespielt habe, dann sieht man logischerweise natürlich kein Improvement und seitdem ich das jetzt wirklich serious spiele, bekomme ich auch wirklich gutes Improvement dabei und wenn einem das klar wird, dann hat man auch noch mehr Lust zu trainieren, denn dann weiß man auch, dass man es irgendwann zu Earning schaffen kann. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall weitergeholfen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.